Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch hier zu unserem Saisonfinale in Suzuka Sprint Cup Season 3 bei Uwe Sim Racing. Ja, ich hoffe, ihr seid gut drauf. Wir sind mitten im Qualifying zugange schon. Sind auch schon ein paar Zeiten gesetzt worden, die wir leider hier ganz schlecht erkennen. Da ich mit dem Replay arbeite und auf ACC TV keinen Zugriff habe im Replay. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ist technisch wohl irgendwie anders nicht möglich. Ganz egal, sei es wie es ist, Hauptsache wir haben überhaupt irgendein Video. Ich bezweifle, dass ich es besser machen werde wie der Chris, unser eigentlicher Streamer, der aber gestern nicht konnte. Von dem her, wie gesagt, nachgeliefert ein Replay vom gestrigen Saison ab plus auf Suzuka. Ja, gehen wir mal ein bisschen durch die Fahrer durch, damit ihr so wisst, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt. Aktuell auf P1 der Stefan Mons in seinem Porsche mit der Nummer 33. In der Goldwertung geht er aktuell auf Position 2. Die dürfte er auch relativ sicher haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da geht es heute um nichts mehr. Wen haben wir noch? Dirk Nees mit der 787 im BMW M4. Bei Bestzeit, die er bisher im Qualifying gefahren ist, 200.082. Habt ihr gerade unten eingeblendet gesehen. Also, gute Zeit. Ich denke, die 59 wird fallen heute auf jeden Fall. Ich kann mal Sicherheit sagen. Auf P3 hier im Qualifying Daniel Andersen. Bei dem geht es heute noch mal ein bisschen was. Und zwar um Position 3 in der Goldwertung. Zusammen mit seinem Teamkollegen, ehemaligen Teamkollegen, aber zukünftigen Teamkollegen oder wie auch immer, Jeff Everts. Der kämpft auch noch um Position 3. Der hat es aber ein bisschen schwerer heute, weil der fährt mit 25 Kilo Zusatzgewicht aus dem letzten Rennen. Aha, da hat man gerade einen Mega-Slide. Theoretisch älter gewesen. Dem kommen wir gleich noch, aber hat cool ausgeschaut. Danke. Ja, Daniel Andersen mit der 48 auf dem hier für EB Racing. Mit der Nummer 23, Jeff Everts, gerade auf P5 gelistet hier im Qualifying. HyperX Racing Luxemburg 1. Ist auch Luxemburger. Ja, aktuell, wie gesagt, auf P5. Bei dem geht es noch ein bisschen was heute. Danny Anwand mit der 52 auch im M4. GT3 für Panther GT Racing mit der 52. Noch ein Star am Start. Sandro Conradi mit der 333 Wippermann Racing auch im BMW. Also wir sehen schon, sind relativ viele BMWs heute vorne gelistet bisher. Auf der 8 gelistet mit der 555 Helder Guerra. Ebenfalls Luxemburger für BX Racing. Im Audi R8 Evo 2 ist der unterwegs. Markenfan, Marken verheiratet. Wird auch in der nächsten Season, die uns bevorsteht, da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was, auch im Audi an den Start geht. Auf P9 aktuell Remo Kipfer, der Schweizer für Panther GT Racing, mit der 14 im BMW unterwegs. Nick Kleefeld im Lamborghini für Freibeuter Racing Team mit der 15 aktuell auf P10. Eine Wenigkeit Matthias Weggel mit der 76. Ich fahre im Audi R8 Evo 2 auch. War allerdings nicht ganz so markenhaft wie der Helder. Dann nächstes anderes Auto fahren. Welches? Überraschend. Auf P12 gelistet Patrick Schröter im Honda Evo 2 mit der 292 für Uwe Sim Racing. Also Teammate Daniel Arning, bei dem geht es heute auch noch ein bisschen was. War ist der in der Silberklasse gerade auf Reihe unterwegs. Könnte heute an mich seinen zweiten Platz
verlieren, theoretisch sehr schlecht läuft. So, jetzt musste ich da ein bisschen was einstellen kurz. Sonst hört man mich. Ich hoffe, es war jetzt die letzten paar Sätze. Oh, und da dreht es ein kleiner raus hier, Daniel Arning. Ich hoffe, es war die paar Sätze trotzdem, die letzten paar Sätze okay. Ich musste was am Audio umstellen. Ich war nicht nochmal alles wiederholen. Dürfte froh sein drum, weil sonst müsste ich jetzt mit dem Ganzen nochmal anfangen. Ja, also, Daniel Arning auf P13 mit der 13 im Ferrari unterwegs. Bei dem geht es noch ein bisschen um was. Aktuell P2 in der Silberklasse. Könnt ihr heute an mich verlieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Detlef Kiep aktuell auf 14 mit der 67 im Honda unterwegs. Ebenfalls mein Teammate für OPSim Racing 2. Chris Heyer, auch im Honda unterwegs, mit der Nummer 30 für HyperX Racing Luxemburg 2 oder Luxemburg 2. Daniel Hofmann, schon wieder mein Teammate, viele Teammates wie der Markt, mit der 21 auch im Audi unterwegs für Hove Sim Racing am Start, aktuell auf P16 unterwegs, Pierre Brückner. Der Sieger der Bronzewertung, den Sieg konnte er schon klar machen in Paul Ricard im letzten Rennen für Sharks GT Racing mit der Nummer 4 im Aston Martin unterwegs. Peter Buchholz für Soapbox Racing im BMW mit der 5 am Start, aktuell auf P18. Auf P19 haben wir Daniel Pei im BMW. Gerade. Der hat eigentlich eine schöne Livery, die habe ich jetzt hier nicht, warum auch immer. Komisch. Gut, mit der 74 auf jeden Fall, der Daniel Pei unterwegs für Suicide Crew im BMW M4 GT3. Jason Götz mit einem der ganz wenigen Autos, die man noch rumfahren sieht. Ich finde ihn super schön eigentlich, es ist ein Lexus. Ja, sieht man wie gesagt mittlerweile ganz, ganz selten noch. Mit der 97 in der Silberklasse für Fuchs Racing unterwegs. Thomas Giefert mit der 85 ebenfalls für Soapbox Racing. Alex Cruz haben wir noch am Start mit der 71 für Cruz. Marius Zahner, Zweiter in der Bronzeklasse. Mit der 169 am Start für HQTH Sim Racing. Falk Moritz ist dabei. Der durfte kein. Doch, durfte Quali fahren, ist aber nicht. Mit der 46 für Pitchers Lieferservice Kiel. Von Kiel aus zu mir werden sie, glaube ich, nicht liefern, aber wer Bock drauf hat, lasst es euch schmecken. Jakob Hausinger für DOD Racing Hove in der 47. Hat er Quali-Sperre, durfte deshalb nicht rausfahren. Und zu guter Letzt Friedrich Pfaffenroth mit der 35 für Soapbox Racing. Und das war es eigentlich schon mit dem Qualifying. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Zeitentabelle rein, damit wir mal sehen, wie sich das Ganze hier ergeben hat. Und zwar seht ihr schon, es ist relativ eng beieinander. 59,8 fährt der Lukas Bergold mit einer Zehntel dahinter, 59,9. Mit 1,07 Zehnteln dahinter, 9,22. Also es ist schon sehr, sehr eng hier, wenn ihr das guckt. Wir haben dann mal eine größere Lücke drinnen. Und dann aber ab P8 wird es halt auch schon wieder relativ eng. Ja, das war es erstmal mit dem Qualifying. Dann würde ich sagen, bringen wir direkt ins Rennen.
Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Trailer gefallen. Da erzähle ich euch später ein bisschen was dazu. Jetzt warten wir erstmal hier die Startphase ab. Wir sind im Single-File-Modus noch aktuell und gehen gleich auf die Startziel in Double-File. Dann geht's schon los mit dem Rennen heute. Eine Stunde Suzuka Season 3 Saisonfinale in Japan. Wo wir sind, Racing im Sprint Cup. Gleich sind wir bei euch. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Und da sind wir im Double File. Einmal noch durch die Schikane durch und dann geht es auch schon auf Startziel. Ihr seht schon, wir haben ein paar SG30 Strafen heute dabei. Einmal die Nummer 333 Sandro Conradi, einmal die 555 Helder Guerra, einmal die 85 Thomas Gefert und einmal die 46 Balk Moritz. Die müssen sie absitzen in den ersten drei Runden. Von dem her wird es schwierig, da nochmal ranzukommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Rennstart. Ich schalte mal in die Heli-Perspektive. Da sehen wir es, denke ich, so ein bisschen am schönsten. Und dann schießen wir los. Gleich dürften die Ampeln eigentlich umspringen. Wir sind schon auf Startziel. Wie ihr seht, Lukas Bergold auf 1, Daniel Andersen dahinter. Und jetzt geht's los in die nächsten 60 Minuten Sprintcup-Rennen. Und ihr seht schon, vorne geht's eng zu. Lukas muss da zumachen. Daniel versucht außen rum zu gehen, aber Lukas kann da noch dicht machen. Daniel bleibt dahinter. Jetzt kommt aber schon Stefan Mons an und versucht sich hier neben Daniel zu positionieren. Jetzt steckt er aber hier doch ein bisschen zurück. Ist, glaube ich, sicher. Und Patrick Schröter dreht's hier raus. Direkt gleich mal am Start und am Anfang. Jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er sich da wieder einreihen kann. Dann gucken wir mal, dahinter schaut es relativ gesittet alles aus. Scheinen keine größeren Kollisionen passiert zu sein. Helder Guerra geht da gerade an mir vorbei innen. Ich lasse ihn auch ziehen, weil ich weiß, dass er eine Durchfahrtsstrafe hat. Von dem her brauche ich da nicht groß dagegen halten. Jetzt passt hier meine Anzeige überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich hinspringen kann. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir hier bei meinem Teammate Daniel Hofmann. Dahinter schaut es auch relativ gut. Oh, da gibt es eine kleine Kollision wieder mal mit Peter Buchholz. Ah, okay. Das muss sich die Rennkommission natürlich anschauen. Also der hat das Glück nicht gepachtet. Das muss man mal definitiv sagen. Er wartet jetzt da aber auch. Das schaut aus, wie wenn es Daniel Pei gewesen wäre. Ja, genau. Der da Peter Buchholz in das Boom gedreht hat. Kann aber weiterfahren. Wahrscheinlich ein bisschen an Schaden. Aber das sollte nicht das große Problem sein. Pierre Brückner haben wir im Mittelfeld auf P14 gerade. Da schaut es relativ gut aus. Gehen wir nochmal nach vorne. Daniel Andersen versucht ja da schon ein bisschen am Lukas Bergold dran zu bleiben und sich irgendwie hier ranzukämpfen. Was auch Sinn macht natürlich. Jetzt geht es wirklich um jeden Punkt heute noch. Gerade bei Daniel Andersen. Der kann P3 machen in der Goldwertung. Und da muss er natürlich schauen, dass er irgendwie hier nach vorne kommt. Chef Ewerts, der direkte Konkurrent für Position 3 im Goldbereich, gerade aktuell auf P5 mit 0-3 hinter Dirk Nees. Dirk Nees, 18. Abstand zu Stefan Mons mittlerweile. Also es sortiert sich so langsam ein bisschen ein. Nick Kleefeld hinter Remo Kipfer mit 0-4. Also da heißt es auch einfach dranbleiben und irgendwie versuchen sich da an der Kurve mal vorbei zu kämpfen. Pierre Brückner mit 0-2 hinter Daniel Arning. Hatte auch einen relativ guten Start, wenn ich das im Kopf hatte. Daniel Hofmann hier
mein Teammate relativ nah an Pierre Brückner dran mit 0,3. Ich dahinter auch gleich Chris Hayer. Auch Falk Moritz, mein direkter Konkurrent mit 0,2 hinter Alex Cruz. Also auch da geht es relativ eng zur Sache noch. Friedrich Pfaffenroth mit 0,7 hinter Peter Buchholz gerade. Da ist jetzt auch Daniel Pei schon dran, sich hier am Friedrich Pfaffenroth vorbeizukämpfen. Nicht ganz so einfach. Schauen wir nach vorne. Daniel Andersen hier 0,3 am Lukas Bergold dran. Alles in allem guter Start gewesen. Sauberer Start. 2, 3 Nicklichkeiten, aber das passiert gerade mal in der ersten Runde halt auch. Aber ansonsten schaut es relativ gut aus. Detlef Keep hier hinter Nick Kleefeld. Jetzt 0,7 dahinter. Da ist halt eben auch dranbleiben. Remo Kipfer jetzt relativ nah an mir dran mit 0,3 Abstand. Das kann heiter werden, würde ich sagen. Und da ging jetzt Detlef Keep an Nick Kleefeld vorbei, so wie das aussieht. Ja, da hat Nick eine Position verloren. Passt jetzt natürlich das Timetable gerade im Moment aktuell nicht mehr. Detlef Keep hier am Vormarsch versucht ein bisschen aufzuschließen. Daniel Hofmann 0,6 hinter Pierre Brückner gerade. Auch Patrick Schröter, mein Teammate, hinterm Alex Cruz versucht er jetzt irgendwie vorbeizukommen gerade. 130, ja gut, was bleibt einem da groß? Ransaugen, versuchen irgendwie daneben zu setzen, so wie er es gerade macht, und dann die Schikane mitnehmen und auf der Geraden dann im Idealfall direkt gleich mal wegziehen. Super Move, finde ich, sehr gut. Top gemacht. Ja, Daniel Arning. 4,07 hinter Nick Kleefeld unterwegs. In der Mitte sowieso alles aktuell noch relativ nah beieinander, wenn man sich das so anschaut. Nick Kleefeld hier 0,7, 0,7, dann haben wir 0,5, 0,5, 0,4. Alles relativ nah beieinander. Gehen wir mal vor zum Daniel Andersen. Bisschen Zeit verloren jetzt. Gerade noch bei 0,2, jetzt bei 0,6, also da muss er ein bisschen was liegen lassen. Aber auch hier im hinteren Bereich Sandro Conradi jetzt am Helder Guerra dran. Conradi, Goldfahrer, der auch wirklich gute Leistung bringt, ist in der Mitte der Season erst eingestiegen. Also spiegelt es bei weitem noch nicht. Das wieder auch sehr schöner Move hier, wie er innen versucht reinzugehen. Bin ich gespannt, was sie jetzt machen. Ja, Helder steckt hier zurück. Ja, gut, es weiß natürlich auch, er kann da nicht recht viel ausrichten heute. Gerade von der Position, ja, der SG30, wie wir wissen, ist natürlich schwierig, da irgendwie vorne reinzufahren. Conradi fährt noch tatsächlich um Punkte. Dann ja, riskiert man da wahrscheinlich weniger und versucht da keinen irgendwie das Rennen kaputt zu machen. Ne? Jason Götz hier im Lexus unterwegs. Lässt jetzt, so wie es aussieht, Marius Zahner vorbei. Das war
waren gerade, ich glaube nicht, dass der Lexus da so, ja, so wenig Pace hatte auf der Geraden. Schauen wir mal, was er jetzt macht hier. Gerade lange Gerade, Lexus bekanntlich nicht gerade langsam unterwegs. Mal gucken, ob er sich da irgendwie daneben setzen kann oder was und dann hier vorbeigeht. Oh, ei, okay, da schlägt er in die Wand ein, Motorhaube ploppt auf, da er sich ein bisschen verbremst, beziehungsweise nicht damit gerechnet, dass der Marius da ein bisschen eher auf der Bremse ist wie er. Und kommt dann hier ins Kies und in die Wand. Somit fällt er jetzt hier natürlich zurück. Wahrscheinlich bis hinter Thomas Gefert, so wie das aussieht. Remo Kipfer gönnt mir keine Ruhepause heute. 03 hinter mir. Der macht mir richtig Druck. Ich kann euch versprechen, es geht noch bis zum Boxenstopp so, dass wir da auf 03, 05 hintereinander herfahren. War auch echt geiles Racing. Also das nur mal so vorab. Gespoilert quasi. Nick Kleefeld hinter Detlef Kiep. 2 Zehntel sind da nur dazwischen. Also auch da. Enge Geschichte. Daniel Andersen beißt sich da auf 0-1 mittlerweile an Lukas Bergold ran. Ist jetzt auf Startziel hier mit dem BMW. Gut, der Ferrari ist schon halt auch schnell auf Startziel oder auf Geraden allgemein. Es ist schwierig mit dem BMW vorbeizukommen. Daniel Andersen fährt ohne Zusatzgewicht. Also ist im Gegenteil der Lukas Bergold sogar ein bisschen benachteiligt, der mit Zusatzgewicht unterwegs ist. Also scheint gut zu gehen, der Ferrari, und noch kann er sich da gut verteidigen. Dirk Nies auf P4 aktuell. Hängt hier auch so ein bisschen im Stefan Mons im Heck. Peter Buchholz macht sich auf den Weg, hier Jakob Hausinger ins Visier zu nehmen. Schaut da, dass er ein bisschen ranfahren kann. 1,1 Sekunden gerade aktuell hinter Jakob Hausinger. Aber nichts, was man nicht schaffen kann. Kleefeld immer noch hinter Detlef Kiep. Daniel Arning pirscht sich da ein bisschen an Patrick Schröder ran. 08 sind es noch. Aber da liegt schon eine Menge dazwischen gerade jetzt. Das sieht man mehr als 0,8 aus. Ja genau, das sieht man es auch. Jetzt ist gerade aktualisiert, sind also 2 Sekunden, die da dazwischen liegen. Es ist schwierig, da jetzt gerade irgendwie was zu reißen. Remo Kipfer 0,272. Richtig durchschnaufen war da nicht wirklich. Der Gnees, Stefan Mons da vorne. Und jetzt scheint Stefan Mons da vorbeigekommen zu sein am Dirk Gnees. Das würde ich mir gerne nochmal angucken. Da gehen wir mal 30 Sekunden zurück. Das reicht nicht. Da gehen wir mehr.
Meer zurück. Nee, das ist zu weit. Das haben wir leider verpasst. Also da ist der Stefan Mons schon ganze Zeit an ihm vorbeigegangen. Ja, ihr verzeiht mir hoffentlich diese ja nicht ganz so professionell wirkende Streaming Art oder Replay Zusammenschnitt oder wie auch immer man das nennen möchte. Unser Streamer Chris, der hatte leider eine andere Verpflichtung heute, deshalb hat es nicht geklappt, aber bevor wir ohne ein Video dastehen, machen wir es eben auf die Art. ACC TV funktioniert leider nicht im Replay-Modus, also sollte jemand unwahrscheinlicherweise von ACC TV, ein Programmierer, ein Macher, zuschauen, das wäre was, was richtig geil wäre. ACC TV, dass es im Replay-Modus funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das technisch umsetzbar wäre, aber das wäre so das Nonplusultra. Weil dann kann man das natürlich halt nochmal schöner gestalten, das Ganze, wie jetzt hier mit irgendwelchen 5 Sekunden rumgeswitche. Ja. Schönes Grüppchen da vorne übrigens. Dirk Nies, Jeff Eberts, Stefan Mons, Daniel Andersen. Alle nächste Saison wieder dabei und damit sind wir bei dem Trailer, den ihr vorhin gesehen habt. Das war der Trailer zu unserer Season 3 im Sprint Cup bei Hove Sim Racing. Losgehen tut es am 6. Juli, also in knapp 4 Wochen. Erste Rennen ist da auf dem Nürburgring. Gerade nochmal nachgeguckt. Wir vergeben 54 Startplätze im GT3-Bereich, also es werden GT3-Autos natürlich sein, so wie hier eben auch. Aktuell haben unsere VIP-Fahrer 27 Startplätze schon belegt, sind also noch ein paar offen. Am Sonntag, den 9. Juni, geht's los mit der öffentlichen Anmeldung. Dürft ihr euch also gerne über RaceApp anmelden, wie es funktioniert. Erfahrt ihr bei uns auf der Website www.hoven-simracing.de und da einfach mal durchschauen unter Be a Part, findet ihr alle Infos, alles Wissenswerte, wie ihr euch anmelden, registrieren könnt, wie ihr euer Driver's License absolvieren könnt, weil ohne die geht's nicht. Außer ihr seid bei uns schon gefahren, dann habt ihr sie, ansonsten müsst ihr sie erwerben. Wie es funktioniert, wie gesagt, erfahrt ihr alles dort. Nick Kleefeld mittlerweile auf 0,5 am Detlef Keep dran. Immer noch, muss man fast sagen. Das heißt eigentlich gar nicht mittlerweile, sondern immer noch. Das ist auch so 0,5 Abstand, der da permanent irgendwie da ist. Jakob Hausinger 0,4 hinterm Alex Cruz. Also da scheint sich auch so ein bisschen der Zweiergespann rauszukristallisieren gerade. Okay, Jason Götz scheint abgestellt zu haben. 3 Runden ist er dahinter, da haben wir den Einschlag vorhin gesehen. Sieht so aus, dass er da gar nicht die Lust mehr gehabt hätte, sich hier 4 Runden im Feld hinterher zu hecheln. Ne? Daniel Andersen 0-3, mittlerweile am Lukas Bergold dran. Halt auch sowas, na, da einfach wirklich versuchen irgendwie sich ranzuheften und auf Fehler zu warten, die der Vordermann macht. Und das ist aber halt leider bei Fahrern der Klasse und der Güte, wenn man so will, echt schwierig, weil da halt einfach wenig Fehler gemacht waren. Na. Das ist halt so, aber das Einzige, wo man so ein bisschen drauf hoffen kann, dahinter bleiben, auf Fehler hoffen, irgendwann weiß man, wann, wer, wo, wie bremst, vielleicht einfach mal reinhalten, mal reinbremsen, ohne jetzt großmächtig hier
um anderen das Rennen zu versauen. Und ja, das ist kräftezehrend, ne? Aber schönes Trüppchen da vorne um Stefan Mons, Dirk Nies, Lukas Bergold und Daniel Andersen rum. Jeff Eberts darf sich da auch gerne noch dazu zählen. Zwar mit 06 ein bisschen weiter weg, aber halt auch in sehr greifbarer Nähe. Remo Kipfer macht mir das Leben wirklich nicht leicht. Darf euch verraten, ich habe mein T-Shirt war also nicht wirklich trocken nach dem Rennen. Also da ich war wirklich heftig am Schwitzen hier. Chris Haier mittlerweile hinter Pierre Brückner gekämpft. 0,5 haben wir da nur noch Abstand. Da wird es wohl über kurz oder lang auch zum einen oder anderen Zweikampf kommen. Chris Haier aktuell in der Gesamtwertung auf P3. Und das ist natürlich schon sowas, auch wenn man natürlich jetzt für in der Gesamtwertung keinen Pokal bekommt, aber es ist halt sowas, wo man sich mit 54 anderen Fahrern messen kann und dann wirklich vorne mit von der Musik ist das natürlich schon Balsam für die Seele und so eine kleine Motivationstusche, die einem schon mal ganz gut tut, denke ich. Von dem her wird der Chris Haier, glaube ich, heute keinen Platz verschenken, wenn es nur irgendwie geht. Ne? Patrick Schröter jetzt am Daniel Hofmann vorbeigegangen, das hat aber eher danach ausgesehen, als ob er ihn vorbeigelassen hätte, sind Teammates. Beim Patrick geht es eigentlich auch nur noch um Positionen, beim Daniel auch, also da geht es jetzt um keine Pokale oder besondere Ränge mehr. Und die mehr, glaube ich, lassen die es einfach ein bisschen ruhiger angehen. Jakob Hausinger mittlerweile rangekämpft auf 0-2 an Alex Cruz. Detlef Kiep auf 0-3 am Nick Kleefeld dran. Ja, und Daniel Andersen, ja, hängt da gut an Lukas dran, nach wie vor. Dirk Nies ist aber da auch mit gut von der Partie. Recht viel konnte ich natürlich nicht richtig wirklich gut machen hier zum Remo, aber 0,5 sind 0,5, ja, die nimmt man gerne mit, wenn es darum geht, sich hier irgendwie zu verteidigen. Im hinteren Bereich Dietrich Pfaffenroth jetzt hier gerade mit Helder Guerra im Zweikampf. Und da kann Helder vorbeiziehen. Ich glaube aber auch, dass sich der Friedrich Pfaffenroth nicht großmächtig gewehrt hat. Sieht zumindest so danach aus.
Oh, und da ist Daniel Andersen auf P1. Dirk Nies auf P2. Wo haben wir denn unseren Lukas Bergold? Ah, okay. Jetzt geht schon los hier mit den ersten Boxenstops. Relativ früh aber reingekommen, finde ich. Wie viel Zeit haben wir denn schon verbraucht? Das sieht man halt hier leider auch nicht. Das ist echt schade hier. Wirklich echt. Also, da dürften sie auch gut was machen hier in Sachen Broadcast. Die guten Herrschaften von Kunos. Wäre mega, wenn man da einfach zum Beispiel auch Session Time sehen würde oder dergleichen. Vielleicht bin ich aber einfach auch zu dumm. Ne? Kann natürlich auch sein, dass ich nicht weiß, wie ich das nennen kann. Wenn es jemand weiß, gern unten in die Kommentare reinschreiben. Für alles dankbar. So, Lukas Bergold wieder raus. Jetzt kurz vom Peter Buchholz rausgekommen. Dürfen wir gespannt sein, wann Daniel Andersen in die Box fährt. Bisher macht es mir noch nicht den Anschein. Der Knees hier 0-1 dahinter. Sieht ein bisschen mehr wie 0-1 aus, aber auf jeden Fall recht nah dran. Schauen wir mal, ob er reinfährt. Oder einer der beiden. Nee, die fahren durch. Remo Kipfer immer noch 0,5 hinter mir. Und auch da noch kein Boxenstopp geplant. Schauen wir mal bei Detlef Kieb 0,4 jetzt hinter Pierre Brückner. Also recht viele scheinen jetzt keinen Boxenstopp zu machen im Moment noch. Auch wenn wir natürlich jetzt schon so langsam ein bisschen in diese Phase reinkommen. Ab Runde 12, Runde 13, Runde 14, denke ich mal, wird es dann schon langsam mal losgehen. Knies 06 hinter Daniel Andersen. Jetzt müssten schon einige reingegangen sein, wie es aussieht. Auch von vorne gerade. Kann jetzt gerade wirklich nicht zuordnen. Daniel Ahnen ist noch auf der Strecke. Stefan Mons müsste reingegangen sein. Genau, weil der war vorhin auf P3 positioniert, jetzt hinterm Lukas Bergold. Also der wird wohl, so wie es aussieht, einen Stopp absolviert haben. Wir haben ja einen Pflichtboxenstopp mit Reifenwechsel. Also das heißt, Reifen muss man wechseln, nachtanken ist erlaubt. Und genau, Boxenstoppfenster gibt es auch in dieser Saison. In dem Sinn nicht, wird eine Runde oder eine Minute vor Rennende zugemacht und eine Minute nach Rennstart aufgemacht. Also richtig wirklich Boxenstoppfenster haben wir aktuell noch nicht. Wird sich aber auch ändern in der nächsten Season. Erfahre übrigens, wenn ihr bei uns auf der Seite euch auch das Reglement mal durchliest, solltet ihr mitfahren wollen, was sowieso eigentlich nicht Veranstaltung ist, ne? Bevor man eine Serie bei. So, Remo Kipfer scheint auch reinzufahren. Er versucht es mit einem Undercut, clever. Weil bei 0,5 muss natürlich auch alles klappen. Das ist dann das Nächste. Ne? Also da darf beim Stop nicht die Welt passieren. Detlef Kieb 0,5 hinter Pierre Brückner. 2,8 Sekunden mittlerweile auf Patrick Schröder rausfahren können. Auf seinen Teamkollegen im Honda. Dirk Nies immer noch auf 0,5 am Daniel Andersen dran. Die waren jetzt auch so langsam mal Richtung Boxenstopp denken.
Und überlegen, vielleicht rentiert sich auch hier ein Undercut. Überlegung wäre es wert, bestimmt sogar. Während Jakob Hausinger sich hier so ein bisschen mit Alex Cruz duelliert. Aber wo es auch so richtig wirklich nett zum Vorbeigehen reicht gerade im Moment noch. Sehr nah dran, sehr nah beieinander. Aber so das Nebenhinsetzen mal, das Vorbeigehen, das die Nase reinhalten, dafür nur einen Tacken zu weit weg. Sandro Conradi nur 7 mittlerweile hinter Stefan Mons. Der würde ihm aber, denke ich, gut wegfahren können. Der hat neue Reifen drauf, war ja wie gesagt gerade beim Stop. Da wird sich aber auch Conradi keine großen Sorgen machen. Da ist ich am Blinken. Stefan Mons. Gut, er biegt auch links ab, von dem her. Klar. Detlef Kiep. Also ein bisschen abreißen lassen zum Pierre Brückner. 1,1 Sekunden mittlerweile, die dazwischen liegen. Da hinten sehen wir, ist relativ wenig los gerade im Moment. Und hier hat sich's wieder so ein bisschen bereinigt. Jakob Hausinger zu Alex Cruz 0,6. Der Knies müsste jetzt in die Box gefahren sein. Oder gefahren gewesen sein. Oder schon wieder draußen sein. Jedenfalls ist er jetzt auf P12, aus ist es irgendwas passiert. Sieht aber jetzt nicht so aus, als ob das Auto da gerade irgendwie Schaden hätte oder so. Ich gehe vom regulären Boxenstopp aus. Also ich weiß, ich jammer da immer wieder, was jetzt hier diese Software angeht. Aber normalerweise habe ich ja hier meine orange unterlegten Einser stehen, wenn noch irgendwelche Pflichtboxenstops offen sind. Leider auch nicht da, somit sehe ich das ganz schlecht hier. Ich aber stark davon aus, dass er jetzt in der Box war und da irgendwie versucht hat, einen Undercut zu machen. Natürlich interessant zu sehen, was jetzt Daniel Andersen macht. Der muss nachziehen, geht jetzt in die Box und wird sein Pflichtboxenstopp absitzen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was hier passiert, wo Dirk Nees rauskommt. Ob er es schafft, auf die Art an Daniel Andersen vorbeizugehen. Wer auf jeden Fall schon mal vorbeigegangen ist, ist der Nick Kleefeld. Der hat allerdings seinen Stopp noch nicht absolviert. Also Boxenstopp bereinigt ist aktuell Daniel Andersen noch P1. Wird sich aber auch gleich ändern, wenn Detlef Kiep nicht reingeht. So, jetzt gucken wir mal. Dirk Nees jetzt gerade in der letzten Kurve auf Start-Ziel. Wo ist Daniel Andersen? Fährt jetzt raus aus der Box. Somit sollte er vor Dirk Nees wieder auf der Strecke sein. Ja, Dirk Nees kommt erst ganz da hinten wieder raus. Jakob Hausinger jetzt auf P5 im Moment. Immer noch dasselbe Duell
mit Alex Cruz nur ein bisschen weiter vorne, allerdings auch noch keine Stops absolviert, so wie es aussieht. Kizaya auf P15. Da bin ich dahinter, genau. Also ich hatte da auch schon meinen Stop absolviert, genau. War also tatsächlich nur vorne, so wie das aussieht, Detlef Keep, noch nicht in der Box. Genauso wie Nick Kleefeld, Pierre Brückner, Alex Cruz, Jakob Hausinger und Daniel Pei. Das heißt, Lukas Bergold ist Boxenstopp bereinigt auf P1. Dahinter Daniel Andersen, damit sind wir bei denselben Positionen, wie wir es vor den Boxenstops hatten. Außer, ja, jetzt mal, was mir so spontan einfällt, bei Remo Kipfer und mir, da hat sich gut was getan. Falk Moritz hat sich da sogar auch noch vor mich reingeschlichen, fährt aber jetzt in die Box. Somit, das war ja mein direkter Konkurrent, bei dem es noch darum ging, vor ihm ins Ziel zu kommen, um P3 in der Wertungsklasse Silber zu behalten. Da hatte ich kurz nicht gewusst, ob er schon in der Box war oder nicht. Aber wir haben gesehen, dass er noch rein muss. Von dem her war alles gut bei mir. Ja, jetzt ging es bei mir wirklich darum, dass ich einfach nur das Ding irgendwie heimfahre, ohne das Auto wegzuschmeißen. Geht schon, ich bin hier auf 07 am Chrysaya dran. Werde aber nicht groß was machen. Hatte auch nicht groß vor, hier zu attackieren. Oder bei Chris wusste ich, bei ihm ging es auch um Positionen mit in der Gesamtwertung. Von dem her habe ich mich da eher ein bisschen zurückgehalten. F. Eberts 05 an Danny Anwand dran. Ja, Jeff hat es natürlich, wie ich am Anfang im Qualifying schon erwähnt habe, ein bisschen schwerer heute, hat 25 Kilo Zusatzgewicht dabei. Da ist natürlich schon schwierig, wenn auch am Markenkollegen, aber überhaupt dran zu bleiben. Remo Kipfer jetzt im Zweikampf abgelöst durch mich oder abgelöst durch Nick Kleefeld, quasi dasselbe wie wir es vorher hatten im ersten Teil des Rennens. Darf er sich jetzt mit Nick Kleefeld duellieren. Versucht jetzt auch mal wirklich nebenan zu gehen und hier die Gunst der Stunde zu nutzen. Hat er mega gemacht, innen vorbeigezogen. Top. Bietet sich da natürlich halt auch wirklich an. Startziel ist ideal. Wenn man da schön rauskommt hinten, letzte Kurve auf Startziel, dann ist natürlich perfekt. Kann man dann eins richtig schön nehmen zum Überholen. So, wo gehen wir denn hin? Schauen wir mal. F. Eberts. Ja, das sieht man näher wie 05 aus. Also da ist jetzt schon wirklich sehr, sehr eng beieinander. Jetzt versuchen ranzusaugen vor in Richtung 130 R. Jetzt mal hier auf Startziel raus.
irgendwie versuchen, daneben zu setzen. Das ist halt, wie gesagt, das ist schon sehr, 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 sehr eng hier alles. Und bei weitem schlimmer, das Gewicht, er kommt halt einfach nicht vorbei da. Keine Möglichkeit hier mal sich nebenhin zu setzen. Da vielleicht zu profitieren. Oh, jetzt hat Daniel Payer SG30, das sieht man nach Boxengassenverstoß aus. Schnell in der Boxengasse, denke ich mal. Selbst wenn es jetzt irgendwelche Track Limits wären, würde er zumindest nur DT, bekommen. Okay, SG30 gleich mal. Also das scheint man nach einem Boxengassenfehler auszuschauen hier. Schade, schade, schade. Damit kommt er natürlich auch nur weiter hinter, ne? Die 30 würde ich jetzt mal behaupten, dass er da mindestens mal hinter Peter Buchholz, Falk Moritz rauskommt. So, gehen wir mal zu Pierre Brückner, hier ganz nah am Alexander Kruse dran. Unter 2 Zehntel, das seht ihr schon, der hängt ihm richtig im Heck hier. Ja, und in den S ist es natürlich ganz schwer hier irgendwo zu überholen. Da muss man wirklich auf Spoon hoffen, dass man sich da vielleicht mal irgendwie reinbremsen kann oder so. Da bin ich gespannt, ob es da mal probiert. Er ist ja zu weit weg. Oh, da kommt Kruse ein bisschen weit raus. Oder hat nur so ausgesehen. Kann auch sein. Optische Täuschung, weil jetzt sieht es gar nicht so nah aus. Und da, wenn er jetzt schafft, irgendwie schön den Schwung mitzunehmen, hier früh aufs Gas zu gehen, dann auch top, weil dann kann man sich halt richtig schön die 130 heransaugen. Ah, okay. Probiert's mal außen. Ist schon daneben. Bin ich gespannt, was Kruse hier macht. Und zieht zurück. Ah, geiles Manöver, aber von beiden, muss ich sagen. Richtig cool. Da müssen auch wirklich beide mitspielen. Sonst kriegst du sowas nicht zusammen. Top Kompliment an beide. Wirklich geil. Es ist schönes Racing, es macht Spaß zuzuschauen, ja. Patrick Schröter klebt hier mir jetzt am Heck. Er hat da nämlich einen kleinen Zwischenfall, also Zwischenfall. Ich bin auf die Gerade Richtung 130a, bin ich Richtung Wand abgebogen und habe mir da so eine kleine Blessur zugezogen und 10 Sekunden Schaden eingefangen. Deshalb konnte der Patrick da ein bisschen ranfahren. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, weil es sind trotzdem nur 0,2. Wir hatten ihn intern, also teamintern schon Kontakt, haben gesprochen miteinander. Ich sage, soll ich dich vorbeilassen? Sagt er, ja, er weiß nicht, ob er recht viel schneller kann, weil er richtig hinfahren konnte auch, ne? Es war eine blöde Situation, aber gut, bei ihm ging es tatsächlich auch nicht mehr um viel. Von dem her haben wir die Positionen so beibehalten und war free to race quasi. So, Daniel Andersen ganz vorne, 0,6 hinter Lukas Bergold. Aber schön, schöner Zweikampf da vorne, der nie so richtig wirklich abreißt übers Rennen. Also macht echt Spaß dazu zu schauen. 06 ist nix. 06 ist kleiner Verbremser, leichtes Heck querkommen, einmal zu weit nach draußen. Dann zieht Andersen hier vorbei. Dann sieht die Welt wieder anders aus. Genauso wie Dirk Nees und Stefan Mons, die beiden denken sich heute auch nichts. Also auch da super schöner Zweikampf, macht auch da richtig Spaß, gut zu gucken.
Stefan auch mit Zusatzgewicht belastet. Bin jetzt offen gestanden überfragt, wie viel der hatte. 15 oder 5. Ich glaube, es waren 5. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall tolles Duell auch bei den beiden. Jeff Eberts. Da wird es tatsächlich um was gehen. Nur ich befürchte, dass er, wenn nicht da was Größeres passiert beim Daniel, dass er da nicht sehr viel reisen wird. Und er müsste vorm Daniel Andersen ins Ziel kommen, um E3 in der Goldklasse zu werden. Und da glaube ich, wie gesagt, wenn nicht irgendwas passiert, Rennen geht 60 Minuten. Aber da wird's eng, auf jeden Fall. Und mir ein bisschen lösen von Patrick Schröder hier. Mittlerweile 08 weg, aber das hat immer so ein bisschen geschwankt. 08, 05, 03, 08, 04, jetzt eine Sekunde. Ja, war so ein bisschen hin und her. Aber wie gesagt, mir ging es da gar nicht mehr um Positionen. Nach vorne hatte ich eh genügend Luft. Und nach hinten, ja, um ein Teammate. Hätte ich mich jetzt nicht riesig gewehrt, wie gesagt, ich hätte ihn eh vorbeigelassen. Mir war wichtig, vorm halt Moritz ins Ziel zu kommen, um eben halt meine Position 3 zu behalten. Ja, Jeff Eberts hier immer noch im Druckaufbau. Danny Anwand war bestimmt danach auch nicht gerade entspannt und relaxed. Danach vielleicht schon, aber jetzt hier in dem Moment glaube ich eher weniger. Also Tiefenentspannung ist was anderes zumindest, sagen wir es mal so. Patrick Schröder jetzt wieder 0-3 an mir dran. Also geht schon, da war immer hin und her. Nick Kleefeld 0-6 an Remo Kipfer dran. Also der kam so langsam auch dem ganzen Geschehen wieder etwas näher. Da war kurz mal ein bisschen größerer Abstand vorhin, vielleicht auch ein kleiner Fehler vom Remo. Hier jetzt wie gesagt 0,6 mittlerweile. Also auch da kann es nochmal spannend werden. Und hinten Friedrich Pfaffenroth auf P25 gerade aktuell. Da liegen einige Sekunden dazwischen nach vorne. Daniel Pei. Oh, ein bisschen Platz nach vorne noch. Thomas Gefert. Auch klar, der hat der SG30. Kann man natürlich dann nicht so mitfahren, wie man sich vielleicht gern wünscht. Ebenso wie Falk Moritz. Auch mit der SG30 ist jetzt auf E21 unterwegs. Elder Guerra, auch ein SG30, unsere ganzen SG30-Segler hinten im... Oh, das kommt aber gutes Heck. Ja, es ist so eine Geschichte gewesen beim Audi. Wenn da die Reifen mal so ein bisschen härter angenommen hast und dann auch bei andauernder Renndauer, da hast du echt gemerkt, dass dann das Heck gerne mal ein bisschen überholt hat. Da auch, ne? Habt ihr gesehen? Also sehr unruhig, du musst da schon gut nachkorrigieren, sonst hättest du ihn da rausgedreht. Auch da die Lücke jetzt wieder ein bisschen größer. Im Gegensatz zu Jeff Eberts, da ist er ein bisschen näher, also es kommt näher und näher. 0-2. Wir hatten es vorhin, glaube ich, schon noch näher. Da war es 0-1 irgendwas. Oh, und Daniel Andersen jetzt am Bergold vorbei. Haben wir verpasst, leider. Und konnte sich sogar schon, das muss also schon länger her gewesen sein, schon ein paar Sekunden von Lukas Bergold absetzen.
Dirk Nies. Vier Zehntel. Ist jetzt auch an Stefan Mons vorbei. Das würde ich mir gerne auch nochmal angucken. Wenn es hier ein bisschen dauert. Ah, schauen wir mal, das muss dann hier gewesen sein. Da war er noch dahinter. Ja, da 130R. Oh, ah, ja, yeah, okay. Da kommt der Stefan Mons sehr weit raus. Da hat er sich vertan im Kurveneingang. Ein bisschen zu viel Speed und da geht er vorbei. Bin mal gespannt, ob er das halten kann. Oder ob da der Stefan nochmal rankommt. Aktuell, genau, jetzt ist es umgeschalten. Also P3 für Dirk Nies aktuell. Wann was da passiert, dann bleiben wir mal dran. Ja, Stefan Mons, der macht da natürlich schon Anstalten, wieder vorbeizukommen. Ne? Da sieht man auch hinten, da geht's anders, das sage ich gerade, im Auto, glaube ich. Ja, ist nicht viel, ne? 0,4. Abstand, das ist also nicht die Welt. Jetzt den Schwung mitnehmen nach oben, Berg hoch. Porsche hier mit dem 1.9er Update, was Top Speed angeht, auch bisschen was gut geschrieben bekommen, also jetzt nicht mehr ganz so lahmarschig auf der Geraden. Von dem her wird man das merken, denke ich. Man sieht auch, dass der BMW da jetzt nicht maximal wegziehen kann hier. Bisschen Unterschied wird definitiv noch da sein, gehe ich davon aus. Aber alles im Rahmen. So, gucken wir mal zu Jeff Ebertz, da hat sich der Abstand ein bisschen vergrößert, nicht unglaublich viel, aber bei 3/10, also immer noch nah genug dran, um hier was reisen zu können. Es ist schwierig, da einen Angriff zu starten. Da geht es dann wirklich wieder halt Richtung Spoon, wo man dann spekulieren darf. So, Detlef Kiep. Gibt schon mal Lichthupe hier an seinen Teamkollegen im Audi. Auf 0,5 am Daniel Hofmann dran. Auch hier geht es um nichts mehr, also auch da free to race, ne? Spaß haben war angesagt. Ich glaube, den hatten sie auch, wenn man das so anschaut. Grüne Autos auch, wie ich finde. Beide. Sowohl der Porsche. Ja, sowohl der Audi als auch der Honda.
Oh, jetzt ist aber hier Daniel Hofmann ein bisschen vom Weg abgekommen. Da scheint es ihn sehr weit nach außen getragen zu haben, beziehungsweise muss er wahrscheinlich nachkorrigieren. Somit die Position verloren. Auch da heißt es jetzt ranhängen, dranbleiben irgendwie. Vielleicht kann er sich auf der Geraden wiederholen. Wir schauen aber mal kurz zum Jakob Hausinger, der ist auch relativ eng. Immer noch relativ eng, muss man sagen. Also das geht jetzt auch schon seit sehr vielen Runden, dass die hier auf 03, 04, 05 ihr Rennen fahren. Sehr weit rausgekommen. Es wird auch einen Cut geben, denke ich mal. Oder Warning geben. So, Patrick versucht es wieder bei mir. Er schaut aber die Motorhaube auch schon ein bisschen offen aus, ja. Oje. Ja. So, Jeff Ebert. Hier immer noch am Fighten. Fahren wir mal mit bei ihm. Ihr seht schon, da kommt er einfach irgendwie nicht richtig wirklich ran. Also sobald es da ein bisschen geradeaus geht, gutes Gewicht sei übriges. In den Kurven ist er sofort wieder dran, weil er die einfach anders fahren kann. Der ist vielleicht das Gewicht gar nicht mehr so scheiße, kann ich nicht beurteilen, hatte ich noch nicht bekommen. Aber Danny Anwan macht es halt auch super hier. Also ja, fährt halt hier einfach fehlerfrei, ne? Und das ist so ein bisschen das, was es halt hier ausmacht. Weil ein kleiner Fehler hier, und das weiß der Danny auch, sei der Chef vorbei. Und der fährt das aber einfach hier sauber durch, ne? Da muss ich sagen, Hut ab, Respekt. Schauen wir mal zum Nick Kleefeld. Er hat sich rangekämpft auf 03 mittlerweile an Remo Kipfer. Auch da ganz vorbei kommt er irgendwie nicht. Waren auch schon seit, ich weiß nicht wie viele Runden jetzt mittlerweile. Auf, ja, 03, 04, 05 hintereinander her. So, Stefan Mons. Nr. 3, ein Türknis. Dran, aber nicht vorbei. Das ist genau das Problem. Auch hier weiß, wie gesagt, nicht, welche Kilos er dabei hatte. Aber man merkt sie einfach. Das ist halt auch hier gerade. Der BMW ist einfach so diesen Tacken weiter vorne wie er. Und damit hat er natürlich schon gut zu kämpfen, dass er da vielleicht irgendwo ja auf einen Fehler hoffen muss, schon fast, um da dann irgendwann mal durchzuschlüpfen, ne? Jeff Eberts jetzt neben Danny Anband hier durch die Esses durch. Starkes Manöver. Oberhammer. Sehr cool gemacht. Aber beide, muss ich sagen. Top. Da müssen beide wirklich auch mitmachen. Ja. Sehr cool. Da hat es der Chef probiert. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal angucken hier. Auch wenn es blöd ausschaut, wieder hier mit der super Rückspulgeschichte. Aber das will ich mir nochmal geben kurz.
Ich hoffe, ihr seid einverstanden. So, da war noch nichts. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jesus. Da müssten wir ziemlich sein, glaube ich. Da müssten wir ziemlich sein, oder? Nee. Nee. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt gleich mal in die Runde 24 springe. Denn da müsste eigentlich da gewesen sein. Einmal falsch geklickt. Ich sage ja, Leute. Ja, das war es auch nicht, ne? Ja, dann gehen wir nochmal in die nächste Runde. Ansonsten lassen wir es jetzt weiterlaufen. Natürlich auch nicht jetzt zu viel hier an doppelten Szenen zeigen. Ja, gut. War es auch nicht. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Mächtig Scheiß gebaut. Einmal mehr. Ja. Wäre auch clever gewesen, wenn ich mir die Runden vielleicht gemerkt hätte. Ne? Wäre prinzipiell schon mal Idee gewesen. Ich glaube, hier müsste jetzt kommen. Au! Ei, 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 ei. Okay, okay. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Schauen wir mal. Lässt ihn aber weiterfahren hier. Okay, das scheint es dann aber auch nicht gewesen zu sein. Ne, dann glaube ich, können wir noch eine Runde weiter in die Runde 27. Seht's mal nach, seht's mal nach, seid so gut. Auch hier war es nicht. Ah. Gut. Da würde ich sagen, probieren wir die 28. Runde aus. Hätte ich einen Livestream, hätte ich dann mal sagen können, wo es war. Na, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Haben wir aber nicht. Also machen wir es jetzt so. Ab Runde 28 lassen wir jetzt einfach weiterlaufen. Und passt es. Aber okay, wir haben es gefunden. Ja, es war auf jeden Fall mal wert, dass wir zumindest zurückspulen. Die mega schön hier, ja. Sehr cool. Beide lassen sich Platz. Schön innen vorbeigegangen. Gerade in den S's ist das echt heftig. Also da müssen wirklich, wem erzähle ich das, ne? Aber da müssen wirklich alle beide mitspielen. Und das haben sie top gemacht, muss ich wirklich sagen. Oberhammer, sehr cool. Sehr cooles Manöver. So. Und Nick Kleefeld immer noch mit Remo Kipfer zugange. Abstand 0-2. Ja, auch hier fehlt es halt dann einfach immer so ein bisschen
Ja, wie gesagt, am Kurvenausgang den Grip auf die Straße zu kriegen, was jetzt in Suzuka sowieso nicht richtig wirklich einfach ist. Ich denke, bei keinem Auto richtig wirklich einfach ist, wenn ich das so mitbekommen habe. Dreck ist halt insgesamt sehr rutschig teilweise. Und selbst mit einem perfekten Setup und dem neuen Reifenmodell, das jetzt ACC hat mit der 1.9 und der Renndauer, die jetzt trotzdem so langsam dem Ende entgegengeht, ist schwierig da. Oh, und Chris Hayer jetzt da, glaube ich, ist es. Nee, nicht Chris Hayer. Nein, er stand neben der Strecke auf jeden Fall. Ich finde jetzt nicht raus, wer das war. Wie gesagt, gelbe Flaggen waren mir nicht angezeigt. So, Stefan Mons, Fahne, wieder Anthony Gnees dran. Drei Runden noch circa zu gehen. Da muss er sich ranhalten. Versucht immer ein bisschen weiter außen anzufahren. Das ist mir vorhin schon aufgefallen beim Stefan, um da wirklich eher aufs Gas gehen zu können und so ein bisschen einen Mini-Vorteil für sich rauszuziehen. Klappt aber leider irgendwie nicht. Also klappt insofern, dass er dranbleiben kann, aber nicht, um dann auf der Geraden mit Überschuss wirklich mal nebenhin zu fahren. Detlef Kiep jetzt Richtung Patrick Schröter unterwegs. 04 trennen ihn noch. Dahinter mein Teammate Daniel Hofmann. Also OW interner Mini-Cup quasi. Daniel kann sich da gut ranarbeiten wieder. Das ist näher wie 06, glaube ich. Da scheint er aber ein bisschen schlechter rausgekommen zu sein. An Stefan Mons Fahne. Oben durch die Esses. Wird seinem Teamkollegen gleich tun. Durch die SS überholen, allerdings genauso sauber bitte. Dann haben wir noch mal ein bisschen Action. Also das war richtig cool anzuschauen, das muss man echt sagen. Bin jetzt noch begeistert. So, und Nick Liefeld 07 hinterm Remo Kipfer. Also da glaube ich, der würde sich auch die Zähne ausbeißen irgendwie. Kommt da nicht vorbei, ne? Heftig. Detlef Kiep jetzt an Patrick Schröter auf 01. Das passt nicht. Wieder im Timetable falsch. Allerdings ist dafür Daniel Hofmann näher an Detlef Kiep dran. Was allerdings heftig ist, ist hier jetzt unser Freund Pierre Brückner, der sich da jetzt so langsam aber sicher da hinten bemerkbar macht. Aus dem Nichts raus. Gerade noch irgendwie eine Sekunde weg seit der letzten Zeitmessung und jetzt an der Stoßstange klebend. Da dürfen Sie gut aufpassen, sonst müsst ihr alle drei, ne? Oder zumindest drei. Die drei wahrscheinlich nicht. Ja, sehr schönes Dreier. Vierer gespannt. Der Friedrich Pfaumann. Oh, hat er sehr großzügig Platz gemacht, muss man sagen. Sehr großzügig Platz gemacht. An der Strecke hätte er gar nicht fahren brauchen, aber trotzdem. Sieht natürlich auch, dass die da hinten zu viert ankommen und wirklich um Positionen kämpfen. Dann
Respekt, ne? Dass man da dann mitdenkt. Das hat auch ein bisschen was mit Rennintelligenz zu tun, ja? So, jetzt aber. Herr Brückner, geht er Ihnen vorbei? In der 130a, gefährliche Stelle. Nee, sehr cool, auch von Daniel hier. Wirklich dicht gemacht. Und die, ja, auch ein bisschen mit Risiko, muss man wirklich sagen. Aber jetzt nicht im Negativen gemeint, sondern einfach wirklich drauf geblieben. Und die ist halt schwer zu fahren auch, ne? Weil du halt weiter innen bist, dann trägt es dich halt auch weiter raus. Also von dem her, gut ab, war cool gemacht auch, ja. Jawohl, Detlef Kiep jetzt an Patrick Schröder vorbei und es schaut so aus, als ob es das gewesen wäre. Ja, auch hier, wir haben eben keinen Stint-Timer oder Session-Timer. Von dem her, Überraschung, das Rennen ist vorbei, herzlichen Glückwunsch. Also, in dem Sinne wirklich herzlichen Glückwunsch an Daniel Andersen auf P1 ins Ziel gegangen. Lukas Bergold macht hier schon Donuts auf P2 in der Goldklasse. Hat er gewonnen, Sieger in der Goldklasse. Dirk Nies heute auf P3. Stefan Mons, der Zweite in der Goldklasse, heute auf P4. Jeff Eberts auf P5 ins Ziel gegangen. Danny Anwand mit dem BMW hier von Panther GT Racing heute als Sechster über die Linie. Remo Kipfer, starkes Rennen vom Remo. Glückwunsch auch an der Stelle, auf P7 ins Ziel gegangen. Nick Liefeld auf P8 beim Lamborghini. Meine Wenigkeit auf P9, da der Chris Haier da nochmal einen Fehler drin hatte und ihn rausgedreht hat, haben wir nochmal Position gewinnen können. Ich habe also meinen dritten Platz in der Silberwertung behalten können. Chris Haier auf P10 ins Ziel, Daniel Arning auf P11 ins Ziel, ist Zweiter in der Silberklasse geblieben. Glückwunsch auch da, Patrick Schröter auf P12, Detlef Kiep ist auf P13 über die Linie, Daniel Hofmann kam auf P14 an, Gerd Brückner auf 15, Sandro Conradi auf 16, Helder Guerra, Sieger in der Silberklasse auf P17, Jakob Hausing auf P18, Alex Cruz beim Honda auf P19, Falk Moritz, ja, knapp in der Silberklassenwertung, heute auf P20 ins Ziel, Marius Zahner, der Zweite im Bronzebereich auf P21, über die Linie Peter Buchholz auf P22, Daniel Pei auf P23, Thomas Giefert auf P24, Friedrich Pfaffenroth ging als 25. über die Linie und Jason Götz hat vorzeitig abgestellt, somit auf P26 gewertet. Gut, dann haben wir es wieder. Wieder eine Saison geschafft quasi. Die Season 2, Season 3, wie ich vorhin schon gesagt habe, steht vor der Tür, steht auf dem Plan. 6. Juli geht's los. Könnt ihr euch anmelden, könnt ihr euch eintragen. Wenn ihr Fragen habt, gern Discord joinen, einen Ligaleiter ansprechen oder mich persönlich ansprechen. Dann helfen wir euch gern weiter. Ansonsten suchen wir uns ein schönes Abschlussbild. Oh, dann nehmen wir das hier. Und aus. So. Genau, dann haben wir es für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Es kommt natürlich, wie gesagt, nicht dem nahe, was der Chris sonst so präsentiert. Aber es ist zumindest was, was man ja jetzt herzeigen kann. Ich wünsche euch was, freue mich, wenn wir uns wieder sehen auf der Strecke. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.